mitten in Berlin, die European School of Management and Technology, ESMT. Eine der wichtigsten Business Schools in Deutschland. Hier studiert Alberta Boateng, die einmal Startups in ihrer Heimat Ghana unterstützen will. Matida Ndlovu, Studentin aus Simbabwe, lernt, wie man sich in einem großen Konzern zurechtfindet. Katiso Seisoletsi dagegen hat lange auf sein Visum für Deutschland gewartet und viel Lehrstoff verpasst. Jetzt muss er sich besonders anstrengen. Er ist morgens fast immer der Erste. Katiso Seisoletsi, 25, ist gerade erst in Berlin angekommen. 3 Wochen nach Vorlesungsbeginn, jetzt muss er ran. Und lernen ist gar nicht so einfach, wenn alles drumherum neu und fremd ist. It's overwhelming for me. Es ist alles überwältigend. Selbst ganz einfache Dinge. Dass Mercedes-Benz-Limousinen hier Taxis sind, hat mich total überrascht. Bei uns können sich nur die ganz Reichen so ein Auto leisten. Und hier sind es Taxis. Ich wäre fast ausgeflippt. Ich dachte, du kannst doch jetzt nicht dieses Taxi nehmen. Für Leute wie mich gibt es doch bestimmt irgendein anderes Taxi. Katiso kommt aus Lesotho, einem der ärmsten Länder Afrikas, in dem die meisten Menschen als Kleinbauern arbeiten. Die Kosten für sein Studium hat die Kofi Annan Stiftung übernommen. Sein Vater ist Landwirt, seine Mutter Lehrerin. Sie hatten immer die Vision, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen sollten, die sie sich selbst nicht leisten konnten. Sie haben uns immer gepusht zu lernen. Und dann haben wir Gefallen daran gefunden. And then we ended up liking it. Die Anforderungen der ESMT sind hoch. 2 Jahre lang geht es jetzt um Kostenmanagement, Produktionsprozesse, um Wachstumspotenziale und Marketingstrategien. Aber auch so geht Management-Training im Wald, ohne etwas zu sehen. Und ohne Worte. Die Aufgabe, trotzdem zu kommunizieren. Teamarbeit eben. Das ist möglicherweise eine der wichtigsten Fähigkeiten für euch als zukünftige Manager, zu improvisieren. Ich glaube, das Schwierigste ist es, sich auf eine Sache zu einigen. Das ist das Ja, sich zu entscheiden. Jeder hat eine gute Idee. Ich denke, das ist in Unternehmen genau das Gleiche. Stell dir vor, du gehst auf die eine Vorstandssitzung und jeder will die besten Ideen haben. Dann muss man Kompromisse machen, weil ja alle dasselbe Ziel haben. Wahrscheinlich kann sich Europa deswegen in der Flüchtlingskrise nicht einigen. Feierabend in München. Matida Ndlovu macht ein Praktikum bei der Allianz, einem der größten Versicherungsunternehmen der Welt. Jetzt trifft sie sich mit Sofa Nem aus Kambodscha. München nimmt einfach keine Rücksicht auf das Budget von Studenten. Es ist so teuer. Die Gespräche der Studentinnen drehen sich auch immer wieder um die Probleme in ihrer Heimat, Kambodschas Gesundheitsversorgung etwa. Für eine gute medizinische Versorgung muss man nach Thailand gehen oder nach Vietnam. Deshalb fand ich es so edel von Nelson Mandela, dass er sich in Südafrika behandeln ließ und nicht woanders. Er hatte Vertrauen in die südafrikanischen Ärzte. Aber wenn du ein Führer bist und dein Land deswegen verlässt, dann sagt das doch etwas über deine Führungsqualitäten, wie ein Eingeständnis deiner eigenen Unfähigkeit. Das Mobilfunknetz in Lesotho ist schwach. Jetzt hat Katiso Seisoletsi endlich seinen Vater erreicht. Der will alles über das neue Studium seines Sohnes wissen. Die Familie ist stolz und glücklich. Sie sind nicht glücklich, sie sind ganz aus dem Häuschen.
Katiso hat Mathematik studiert. Er liebt Statistiken und Formeln. Aber in Lesotho, so sagt er, kommt er damit nicht weit. In meinem Land werden die meisten Wissenschaftler irgendwann nicht mehr befördert, wenn sie keine Fähigkeiten als Manager haben. Ich will weiterkommen. Braucht ein Manager auch Mut? Die nächste Aufgabe hat ganz viel mit Höhe zu tun. Ganz hoch steigen und dann hinunter in die Tiefe. Eine Teamaufgabe, die nicht allen Teammitgliedern gefällt. Ich habe zu viel Angst, darunter zu steigen. Wenn ich das schon sehe, wird mir ganz anders. Ich kann das nicht. Ich weiß, ich müsste es versuchen, aber... Die anderen jedenfalls machen es einfach. Folgt jetzt die Teamschelte? Was haltet ihr von einer Person, die der Gruppe nicht folgt? Das ist ihr Recht. Genau. Als ich hier unten saß, habe ich gedacht, Mann, was habe ich der Gruppe angetan? Ich wünschte, ich hätte es geschafft, aber ich hatte einfach zu viel Angst. Das heißt, dass du dich selbst ernst genommen hast, richtig? Als angehender Manager müssen wir uns immer zuerst um uns selbst kümmern, auch wenn der Gruppendruck sehr hoch ist. Na also, Alberta hat alles richtig gemacht. Und in der nächsten Folge sehen Sie, wie Alberta in Berlin zurechtkommt. Katiso lernt sich noch besser zu verkaufen. Und Matida will neben dem Studium ihre eigene Startup-Idee voranbringen.